Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu All8 Martial Arts TV. In unserem heutigen Video zeigen wir euch, warum es beim All8 Kampfschutz naturell nur den Kampf mit offenen Händen gibt. Viel Spaß dabei! Die meisten Kampfkunstsysteme entstammen dem Shaolin Kung Fu. Die Kampf- und Bewegungsstile sind den Tieren nachempfunden. Zum Beispiel dem Tiger, dem Adler oder Kranich. Und wir arbeiten beim All8 Kampfschutz mit eben den Prinzipien, dass wir direkt auf die Voll-K.O.-Punkte gehen, wie zum Beispiel Augen, Nase, Kehlkopf, Kiefer, Ohren. Also die Punkte, wo wir den Gegner sofort ausschalten können. Habt ihr schon mal einen Tiger gesehen, der eine Faust ballt? Deshalb sind die naturellen, logischen, effektiven und realen Bewegungen immer der Kampf mit der offenen Hand. Warum das so ist, das wollen wir euch jetzt ein bisschen demonstrieren. Denn eine Handfläche ist in Bruchteilen von Sekunden sofort da. Du musst keine Faust ballen, weil Faustballen heißt, ich ziehe meine Hand zurück, sondern offene Hand kann sofort natürlich direkt nach vorne stoßen. Innerhalb von Bruchteilen von einer Sekunde. Wie ein Spinnennetz legen sich zum Beispiel unsere Handflächenstöße über den Gegner. Wir gehen immer nach vorne, es gibt kein Zurück. Der Experte erkennt, dass wir keine Rückzugbewegung haben, weil wir uns mit Schritten nach vorne bewegen. Das werden wir gleich auch nochmal am Partner demonstrieren. Wir haben hier bei der Handfläche eine große Trefferfläche. Auch für jemanden, der noch nicht so gut trainiert ist, sehr einfach zu lernen. Denn Faust muss ich erstens sehr lange trainieren, um auch den Gegner effektiv zu treffen. Zweitens ist natürlich eine kleine Fläche nur vorhanden. Drittens, wenn ich hier auftreffe, ist die Verletzungsgefahr extrem hoch. Anatomisch gesehen ist die Faust für die Hände, Handgelenk nicht geeignet. Ich habe selber früher geboxt. Ich weiß, wie schmerzhaft das ist. Viele Profis haben ja ihre Hände schon gebrochen gehabt. Ihr kennt es, Tyson, Klitschkos und auch viele andere. Deshalb habe ich auch erkannt, dass offene Hände für den Kampf nicht nur effektiver ist, sondern auch für eure Gesundheit natürlich viel besser ist. Offene Hand ist optimal anatomisch für den Kampf geeignet. Ihr merkt schon hier, meine Schultergelenke sitzen außen. Ich hau in die Mitte rein. Das heißt, ein Keilprinzip ist vorhanden. Ich setze mein Körpergewicht hinter meinen Handflächenstoß durch die Vorwärtsbewegung. Das heißt, auch wenn ich nur 50 Kilo wiegen würde, würden diese 50 Kilo mit der Beschleunigung nach vorne voll den Gegner treffen. Optimal, auch für jemanden, der vielleicht körperlich nicht so stark gebaut ist, kann die offene Hand absolut effektiv sein. Abgesehen davon habe ich hier immer noch die Möglichkeit, meine Finger einzusetzen, zu greifen, dann für die All8 Folgetechniken, wie Ellbogen, Kniestoß, kann ich natürlich alles machen. Für die Leute, die vielleicht jemanden auch kontrollieren möchten, kann ich sofort Kontrolltechniken einbauen. Also ich habe eine absolute Effektivität und eine weite Bandbreite, was ich im Kampf in jeder Situation einsetzen kann. Ihr habt schon gesehen, wir bewegen uns in einer wellenförmigen Bewegung. Wir nennen das AWK-Bewegung, wie auf einer Achterbahn. Und wir können aus jeder Bewegung von dieser Acht sofort nach vorne stoßen. Warum bewegen wir uns? Klar, weil wir natürlich als Kämpfer nicht statisch stehen bleiben. Ihr habt bestimmt noch nie einen Kämpfer gesehen, der irgendwie wie eine Salzsäule dasteht, sondern er bewegt sich natürlich. Warum? Ein bewegtes Ziel ist doch schwieriger zu treffen als ein stehendes Ziel. Wenn ich attackiert werde, reagiere ich sofort, bevor eigentlich die Fäuste schon oben sind, bin ich schon drin. Und das ist eigentlich das, was im Kampf ja auch wichtig ist. Du willst den Gegner ja treffen. Du willst nicht mit ihm kämpfen, sondern du willst ihn treffen, K.O. schlagen und ausschalten. Deshalb gibt es im All8 die 8 K.O.-Prinzipien. Und ein K.O.-Prinzip ist der direkte Treffer. Das, was wir am Anfang ja schon gezeigt haben. Wenn jemand angreift, bam, bin ich sofort da. Entweder offene Hand, Handkante, Fingerstiche, alles kannst du sofort einsetzen. Oh,
Natürlich gibt es weltweit Kampfkunstsysteme, die mit offenen Händen arbeiten und kämpfen. In Europa allerdings hat unser Großmeister Sigung Birol Barış Özcan die Handfechtstöße berühmt gemacht. Viele Grüße übrigens an alle Wing Chun-Leute, die früher die Handfechtstöße belächelt haben und heute plötzlich von der Kampfstellung, ihre Hände geöffnet haben und plötzlich mit offenen Händen kämpfen. Ja, da ist ihnen plötzlich vielleicht sogar klar geworden, dass man an der Holzpuppe vielleicht keinen Teppich braucht. Das, was unser Sigung schon seit Jahrzehnten gezeigt hat, könnt ihr jetzt heute bei uns lernen. Wenn du ein Kampfsportler oder Kampfsportlerin bist und richtig effektiv, powerful und logisch trainieren möchtest, dann schau dir nicht nur unsere Videos an, sondern versuch das Training doch mal real bei uns auszuprobieren. Wir freuen uns auf eure Kommentare und eure E-Mails und wünschen euch weiterhin viel Spaß beim Training und wir sehen uns beim nächsten Video, wenn es wieder heißt All 8 Martial Arts TV.